Er hat schon seit Jahren vorher, hat er noch legal, wo es legal möglich war, GEZ sich da abzumelden. Den ist ja ganz legal nachgekommen. Er kommt aus der kleinen Stadt Berken, das liegt in Nordrhein-Westfalen. Da bekam er Besuch von der vom Ordnungsamt und von der Polizei. Und die haben ihn dort gleich verhaftet. Sie haben ihn verhaftet und dann haben sie ihn in die JVA Münster verfrachtet, wo er jetzt seit etwas über 140 Tagen inhaftiert ist. Er hat auch, also er ist der Erste, der in der JVA Münster wegen Erzwingungshaft sitzt. Und er ist wegen GEZ-Gebühren. Und er ist der Erste, der dort auch in Hungerstreik getreten ist. Und jetzt, Freunde, hört mir mal zu, warum er in Hungerstreik gegangen ist. Weil er mal telefonieren wollte. Er durfte noch nicht mal telefonieren in diesem Staat. Als Gefangener. Ich sehe ihn als Gefangener dieses Staates hier. Dann weiter. Wie ist man darauf aufmerksam geworden? Ihr kennt vielleicht die WDR-Sendung von Domian, da man anrufen kann und seine Sorgen und Probleme besprechen kann. Da gab es einen gewissen Tobias. Dieser Tobias hat sich in diese Sendung reingemogelt. Er hat sich wegen einem anderen Thema angemeldet, ist durchgekommen und hat dann mit Domian über Georg Thiel gesprochen. Danach hat Domian eine sofort, der hat ja ein was in Öhrchen immer, versteht ihr? Und hat darauf gleich gesagt, dass man das absagen muss, weil er darf nicht mehr sprechen. Damit war für ihn, für diesen Tobias, der auch Widerstand leistet und sehr mutig war, da anzurufen. Das hat er nämlich wochenlang versucht und hat es geschafft und ist durchgekommen. Und hat da auch mit in die Printmedien geschafft, nahe, dass dieser Georg Thiel bekannt wird. Was ist denn noch passiert? Georg Thiel hat sogar ein Gnadenschrieb aufgesetzt an Thomas Loro. Thomas Loro ist der WDR-Intendant des Westdeutschen Rundfunks. Der mit dem größten Gehalt von allen. Der mit dem größten Gehalt, das ist wichtig, und der kann sich auf jeden Fall eine Pension von 2 Millionen Euro freuen, mal eines Tages. Aber das sehe ich noch nicht so. Und er hat einen Gnadenbesuch angerichtet. Und wisst ihr, was Herr Sabuo geantwortet hat? Nee, wer nicht zahlt, bleibt im Knast. Dann kam das ganze Ding in den Landtag von Nordrhein-Westfalen auf den Tisch. Was man dazu sagen muss, etliche Landtagsabgeordnete in Nordrhein-Westfalen sind im Rat vom Westdeutschen Rundfunk tätig. Das heißt also, meiner Meinung nach, sie sind befangen. Und wer befangen ist, kann sich gar nicht ein faires Urteil bilden über einen Mann, der sich halt nicht zur Schuld kommen lassen, der halt nur nicht hinlegen will, was er privat verdient. Das geht doch überhaupt gar kein was an. Und seitdem sitzt der Mann im Knast. Und da sage ich Nein zu. Deswegen sage ich nochmal abschließend, Freiheit für Georg Thiel. Und dafür gehen wir hier zusammen gemeinsam auf die Straße. Wir vergessen diesen Mann nicht. Danke.